Hallo, hier ist wieder Xenon Squared mit Super Mario Sunshine. In der letzten Folge haben wir das gleich wieder eine Geheimnismission gehabt zum Schluss und natürlich werden wir selbige, bevor wir hier weitermachen, gleich noch ein zweites Mal lösen. Bring das lieber gleich hinter mich, bevor ich mir dann später denken muss, ach Gott, und jetzt die alle nochmal mit roten Münzen. Dann machen wir das lieber noch gleich. Suchen wir uns wieder das Pflänzchen. Dass diese Sequenz immer sein muss. So. Bei dir lassen wir uns nicht stören. Aber ja, Playa del Sol. Ein Gebiet, das sehr viele problematische Missionen hat. Wirklich sehr, sehr viele. Playa del Sol kann wahnsinnig... wird wahnsinnig ekelhaft werden. Das kann ich euch versprechen. Porto d'Oro war in Ordnung. Monte Bianco. Nicht tragisch. Aber Playa del Sol... Playa del Sol ist schon so ein kleines Sorgenkind. So. Und ja Mensch, wo werden die letzten zwei wohl sein? Doch nicht etwa da oben. Habe ich mir schon gedacht. Ich hänge noch in der Luft. Das ist so eine Sache, die mich an dem Spiel durchaus nervt. Diese Zwischensequenzen, wenn die... Insignia erscheint und dann weiß man schon, ich bin noch in der Luft. Ich bin jetzt in einer ganz blöden Situation. Wenn es jetzt gleich weitergeht und sich die Kamera noch recht blöd dreht, bin ich im Eimer. Genauso wie bei dem Blooper in der letzten Folge. Letzte Münze eingesammelt. Ich hänge jetzt gerade zwischen zwei Schiffen und einer Säule. Das wird nicht gut ausgehen. Ach ja, übrigens, das mit den roten Münzen gilt wirklich nur für die Geheimnisgebiete. Diese ganzen anderen Gebiete mit der... freundlichen, ruhigen Musik, von denen es natürlich auch noch einige mehr geben wird. Da gilt das, wenn ich mich richtig erinnere, nicht. Also wir müssen nicht nochmal zu dieser Rutsche und da rote Münzen sammeln. Ich meine jedenfalls, dass es da keine gegeben hat. Wir werden es irgendwann herausfinden. Alarm, Alarm! Sie auf die Spitze des Turms! Ein alter Bekannter. Ein komisches Bier hat es sich dort gemütlich gemacht. Das könnte für das Ei des legendären Sandvogels gefährlich sein. Ja, dann wollen wir doch das Ei des legendären Sandvogels einmal retten, nicht wahr? So wollen wir uns einfach noch kurz diese blaue Münze hier. Das sieht irgendwie gut aus. So, da könnte man sich theoretisch festhalten, aber passt schon. Ich will eigentlich nie diesen Drehsprung machen. Ich will eigentlich immer nur diesen Sprung machen, bei dem ich immer noch nicht weiß, wie er heißt. So. Wir müssen diese Spiegel hier wieder zurückdrehen und um dieses zu tun, müssen wir hier genau auf die Spiegel drauf, diese Gegner möglichst an den Rand drängen, bis die ihr Gleichgewicht verlieren. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite des Spiegels eine Stampfattacke ausführen. Dass das jetzt nicht unbedingt leichter wird, glaube ich, ist kein Geheimnis. Vor allem, wenn mehrere drauf sind und dieses Ding in das Ungleichgewicht bringen. Okay.
Ich habe gerade nicht unbedingt eine Kontrolle. Na komm. Ja. Wieso bleibt denn der eine die ganze Zeit drauf? So. Jetzt haben wir den einen weg. Jetzt musst du da noch weg. Und hopp! Da entsteht einfach kein ordentliches Ungleichgewicht. Und jetzt. Übrigens, ich bin nicht mehr auf dem Spiegel, wie man gerade auch bei dem anderen schon gesehen hat. Ich bin kurz nicht da. Ich klammer mich mal kurz aus dem Geschehen aus quasi und springe daneben auf die Plattform. Ja, das tat ich. So. Da haben wir das besagte Ei, so ganz nebenbei. So. Aua. Und... Das ist übrigens gerade mit dem, ob ich am Rand bin, auch komplett abgeschätzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich tatsächlich befinde. Klappt so einfach nicht, ne? Jetzt ist mir das Wasser ausgegangen. Okay. Das Lied ist, das Viech ist immer noch ewig laut. So, nur weil ich jetzt weggegangen bin, sollten die Viecher aber nicht wieder da sein. Hoffe ich. Nee, Körner 1. So, jetzt kann man kurz zeigen, dass man bei den Palmen hier hochklettern kann. Ah. Ach komm. Hallo? Die Neigung passt doch. Dann halt so. Und weg mit dir. So, jetzt ist alles hier auf diese... Ich weiß nicht, was das sein soll, gerichtet. Aber, ja. Wiggler wird einfach mal in Stücke gerissen. Dachte ich mir auch damals. Okay. Die Raupe, die da oben schläft, wird nicht aufgeweckt? Nö, die fällt einfach auseinander. Kein Problem. Was soll's? So, da drüben ist sie hin. Ja, passt schon. Alles andere kümmern wir uns irgendwann. Hier ist auch eine schöne Sache. Man sieht im Hintergrund der einzelnen Gebiete immer die anderen Gebiete. Da hinten wäre gerade zum Beispiel Porto Doro zu sehen gewesen. Was dazu beiträgt, dass sich das Ganze halt wirklich anfühlt wie eine große Insel. Bei der wir an verschiedenen... Was zum Geier? Okay. Entschuldigung, da ist nur gerade direkt vom Fenster irgendwas runtergefallen. Das hat mich ein bisschen verwundert. Naja, gehen wir wieder ran. Nächste Mission. Tja, Wiggler fand das jetzt nicht ganz so toll, dass er da heruntergestoßen wurde. Und daher ist er auch unser Boss in diesem Gebiet. Der ist ziemlich sauer, aber aus irgendeinem Grund größer geworden. Und ja, was müssen wir machen, um Wiggler zu erledigen? Im Prinzip ist es gar nicht mal so schwierig. Wir müssen einfach, wenn Wiggler sich in der Nähe befindet... diese Sandburgen jetzt stehen lassen und dann auf einen Körperteil von ihm
komm schon. Zack. Sehr gut. Weiß gerade nicht, rennt der hier nochmal drüber? Glaube nicht. Ich wollte gerade sagen, würdest du dich bitte mal aufbauen, Pflanze? Aua! Wollen wir mal kurz gucken. Wo rennt der denn jetzt eigentlich genau entlang? Da. Und... Ja. Leider hat er dann die Eigenart, im Wasser zu landen. Und... Nee, natürlich nicht. Okay, irgendwie habe ich es geschafft, da ranzugehen. Jetzt aber. Zack! Und das war's mit Wiggler. Der aus irgendeinem Grund in diesem Gebiet zu Sand wird. Warum auch immer. Aber ja, auch eigentlich kein schwieriger Bosskampf. Man muss nur sehen können, wo er hinläuft. Und dann zur Not im richtigen Moment eben die Wurzeln wässern. Gut, die Mission werde ich dann später, wenn wir die ganzen Münzen sammeln wollen, erstmal auslassen. Solche Missionen, bei denen sich ein Boss dermaßen umherbewegt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir dann nichts von dem finden können, aber ich würde dann doch lieber erst die ganzen anderen Missionen erledigen. Also bei den anderen Missionen nachschauen, ob wir da blaue Münzen finden können. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Diverses in diesem Gebiet zu finden gibt. Das ein bisschen gemein ist. Die Geburt des Sandvogels. Yeah. Ja, der Sandvogel ist geboren und er hat eine Mission für uns, die nicht schön ist. So ganz und gar nicht, nein. Nee, ich würde sogar so weit gehen und behaupten, spätestens bei der Mission hier tut's einem vielleicht ein bisschen leid, dass man den gerettet hat. Bin einmal gespannt, wie ich mich bei der Mission anstelle. Das ist eine der Missionen, bei der ich mir durchaus in Bezug auf ein Let's Play Sorgen gemacht habe, als ich damals ein Let's Play von jemand anderes dazu gesehen habe. Also ich habe schon mal ein 100% Let's Play zu Super Mario Sunshine gesehen, weswegen ich eben auch über diverse Verstecke Bescheid weiß. So, wir wollen nämlich hier ran. Hat uns ja die Kamera auch schon gezeigt. Und dann werden wir hoch teleportiert zu diesen Türmen und der Sandvogel besteht, wie man sehen kann, eigentlich nur aus Blöcken. Und ja, die Mission ist ausgesprochen ekelhaft. Warum? Nun ja, weil der Sandvogel so eine Eigenart hat. Ja, erstmal die Tatsache, dass er erstmal sofort erledigt ist, wenn man herunterfällt. Aber ja, er hat noch eine Eigenart, die er uns höchstwahrscheinlich auch gleich zeigen wird. Hallo? Da war ich gerade eben noch nicht, aber gut. Ja, worauf man auch aufpassen muss, man sieht hier, dass wir hier Wind haben. Was jetzt nicht verwunderlich ist, ich meine, das ist ein Vogel, der fliegt. Da haben wir eine blaue Münze verpasst. Aha. Ich werde mich jetzt aber erstmal darum kümmern, hier die roten Münzen zu sammeln. Es wird schwierig gen... Ja,
Und da haben wir das, was so ekelhaft ist beim Sandvogel. Der dreht sich nämlich, während er fliegt, einfach noch. Und gerade fand ich es ein bisschen komisch, dass ich so arg zur Seite geschoben wurde. Ich meine, dass sich so ein Flugwind bemerkbar macht, wenn wir springen, ist das eine, aber so wie mich das jetzt gerade zur Seite geschoben hat, das war ein bisschen viel. So, jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wo ist die letzte rote Münze? Aber ich schätze jetzt einfach mal. Ja, da ist sie. Alles klar. Tschüss, Vogel. Irgendwann müssen wir eh nochmal hierher wegen der blauen Münzen. Aber hey, die ganze Sache hat wesentlich besser funktioniert als erwartet. Na gut. Ich glaube, bei solchen Missionen, ich habe mir früher einfach zu viel Zeit gelassen. Ich habe mir einfach viel zu viel Zeit gelassen, weil ich zu vorsichtig war und habe halt nicht einfach... Bei solchen Missionen, man muss halt einfach machen. Man muss einfach zügig durchmachen und dann hat man es gleich hinter sich. Da darf man nicht zu viel Angst haben. So, das war die Mission. Machen wir gleich weiter. Dürften ja eh... Oh Gott, jetzt kommt die Mission, oder? Palmatons Sandsprint. Nein, das war noch nicht die Mission, die ich im Kopf hatte. Mm-mm. Aber bezüglich Palmaton gab es in der Vergangenheit immer mal wieder... Ja, ist ein kleines Easter Egg, das man herausgefunden hat, als man seine Maske entfernt hat. So. Ich bin Palmaton und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Na, renn bis zur Zielflagge. Nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35 Sekunden. Bist du bereit? Dann fertig und los! So, hier so ein bisschen die physikalischen Eigenheiten ausnutzen. Denn dann hat der Gute keine Chance. Puh. Wie? Du bist nicht schlecht. Und auch recht flink. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und Tschüssikowski. Das war die Mission. Ja. Rennen gegen Palmaton. Wie gesagt, an der Stelle kann man halt so ein bisschen ausnutzen, dass die Schwebedüse den Untergrund ignoriert, weswegen man da einfach an dem Hügel entlang hochschweben kann. Ansonsten hätte man das natürlich noch auf anderem Wege lösen können. Aber warum denn? Wir wechseln uns hier ganz gut durch das Gebiet, aber dafür kommt jetzt eine sehr problematische Mission, bei der ich definitiv länger brauchen werde. Oder auch nicht. Dann eben erst die Mission. Hatte ich auch wieder völlig vergessen. Nee, die roten Münzen sind in Ordnung. Aus irgendeinem Grund sind die Gegner jetzt hier alle rot geworden. Okay. Dann haben wir überlegen, sollte ich hier dann auch wieder... Irgendwann müssen wir es machen, ne? Irgendwann müssen wir auch hier die 100 Münzen sammeln. Und bei Porto d'Oro muss ich das auch noch machen. So. Aber hier können wir jetzt die Mission schon erstmal fertig machen. Hier müssen wir nur aufpassen, denn hier haben wir einen Bossbass irgendwo herumschwimmen. Der uns genauso wie in Super Mario 64 zum Fressen gern hat. So, da haben wir noch eine. Nummer 4. Ich meine, dass die Münzen hier alle recht human versteckt waren.
Da waren wir gerade. Aha. So, haben wir die halt leider auch als Problem hat, das sind diese Fische, bei denen die rote Münze mitschwimmt. Denn die rote Münze kann von denen auch in die Wand reingetragen werden. Was ich ein bisschen fragwürdig finde, aber naja. So, da haben wir sie. Gebt mal her. Ja. Ah, komm schon. Ach so, nee, der packt mich sogar bloß. Okay, doch nicht so schlimm wie Super Mario 64. Würdest du Münze... Danke. Die ist jetzt einfach aktiv von mir weggeschwommen. Geschwommen. Nicht mal mehr mit den anderen Fischen mit, sondern einfach nur weg von mir. Nett. So. Wo war jetzt da der Rest? War der hier außen? Nee. Ah, da haben wir noch eine. Schön hinter den Pflanzen. So. Gut. So, wo haben wir die letzte? Wahrscheinlich irgendwo. Nein. Irgendwo hier dazwischen wahrscheinlich. Hier schon mal nicht. Diesen Fischen auch nicht. Hier war irgendwo noch so eine einzelne Lücke, oder? Bei den Korallen. Hier vielleicht? Sieht so auffällig aus. Nee. Was hätte ich für die Korallenmission so ewig brauchen? Was soll denn das? Das ging doch früher so flott. Na komm, wo hast du dich versteckt? Da, am Rand hier. Das ist doch auffällig. Nee, die habe ich offenbar schon. Zeitfresser-Missionen. Gib mir gleich die Luft aus. Ja, Mario? Ja, die Schwimmmechanik ist auch was ganz Besonderes in dem Spiel. Ja, eure rote Mütze habe ich ja schon. Ah, da ist sie. Da war sie, hinten in der Nische. Tja, jetzt lass mich auftauchen, bevor ich neu saufe. So. Gut, das war die rote Mission hier. So, aber jetzt müsste die miese Mission kommen.
Und ich weiß, dass sie existiert. Diese Mission hat schon so manchen Let's Player zur Weißglut getrieben. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Denn diese Mission habe ich damals beim privaten Durchspielen durchaus das eine oder andere Mal ausgelassen. Ja, die Mission wird definitiv den Rest der Folge füllen. Und wir bekommen sie immer noch nicht. Okay, dann kommt sogar die Mission vorher. Ja, mit dem Zeug können wir noch nichts anfangen. Bleibst du jetzt hier ewig in der Bewegung? Wo ist er denn hin? Kann man sich die Sache mit dem Kerlchen nicht auch irgendwie leichter machen? Ich glaube, ich habe ihn gerade eh schon gesehen. Ach, da ist er. Das jetzt gerade. Erwischt. Ja, vielleicht sollte man ihm doch mal ein bisschen hinterherjagen. Läuft immer noch. Ja. Du kommst doch eh irgendwann wieder hergerannt.
Na, wo ist er denn? Soll der sich ruhig abrackern? Oder turnt der da ernsthaft jetzt oben noch herum? Ne, der war doch hier irgendwo. Hat doch hier die Musik gehört. Gucken wir mal von hier aus. Wo ist er denn? Ach, da rennt er rum. Ach, da war er. Aua. Tja. Ich muss mal Wasser nachfüllen. Ja, ja. So, wo rennt er denn mittlerweile rum? Ach, da ist er. Nö. Wo rennt er denn da rum? Ja. Kommt daher dann nochmal wieder runter. Ich hab schlichtweg keinen Bock, dem da jetzt nach oben hinterher zu latschen. Was auch immer der macht. Ich sehe halt nie, wo der runterläuft. Hey. Suchen wir uns mal Münzen. Der kommt schon wieder. Ja, da haben wir doch mal ein paar Münzen. Ein paar schöne. Ja, ja. Ich weiß schon, dass da eine Düse versteckt wäre, die ich noch nicht einsetzen kann. Das kommt noch alles. Ja. Wäre eine komische Schaukel, wenn man damit nicht stärker schaukeln könnte, ne? So. Haben wir wieder ein paar Lebenspunkte mehr. Jetzt können wir uns auch wieder um Mario Morgana kümmern. Und ja, ich sehe, dass die Zeit der Folge schon vorangeschritten ist, aber... Die Sache ist die, wenn ich Mario Morgana da rauf folgen würde...
Dann würde das einfach nur wie folgt enden. Ich renne dem hinterher, erwische ihn mit der Düse sowieso nicht. Und verschwende im Endeffekt noch meine Zeit, indem ich ihn die ganze Zeit hinterherlaufe. Während er letztendlich sowieso kommst du jetzt hier gleich wieder da runter, oder? Ach nee, du kommst daher. Du Feigenuss. Ach komm. Sag ja, ich erwische ihn nicht. Ah ja, da ist er die ganze Zeit vorhin herumgesprungen. Es ist amüsant, dass der da teilweise einfach nur herumsteht und sich treffen lässt. Könntest du dann endlich mal zusammenklappen? Na, hier müssen wir ein anderes Mal sowieso nochmal ran. Im Gebiet gibt's eine Geheiminsignie. Wo ist er denn wieder? Die Mario Morgana-Missionen sind so lästig. So. Wieder hoch. Hier oben, schön am Plateau. Man muss ihn halt auch immer recht genau treffen, ne? So, jetzt gib her. Gib her das Ding. Hast du endlich mal eine Kollision, Insigni? Danke. Gut, mal wieder ordentlich überzogen, weil ich dachte, ich könnte das Ganze ein bisschen aussitzen, aber dann eben nicht. Dann eben nicht. So, jetzt gibt's da aber noch eine Mission in dem Gebiet. Meine ich zumindest, oder kommt das erst später? Oder ist das irgendwas, was erst später stattfindet? Ich weiß es nicht. In jedem Fall werde ich an dieser Stelle die Folge beenden und man sieht sich beim nächsten Mal dabei. Moment. Achso, ja. Ja, ist entführt worden. Man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei Super Mario Sunshine. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.